Ich möchte ein Buch über Onkel Ralf schreiben. Ah. Ich werde es Das schöne Opfer nennen. Du wirst darin eine große Rolle spielen. Du wirst nichts dergleichen tun. Ich bin Ralfs Nachlassverwalter und werde es niemals erlauben. Wir brauchen keinen Eindringling. Ich bin kein Eindringling. Ich bin Ihr Neffe. Ich bin Ihr Freund. Das wiegt mehr als der Zufall der Geburt. Ich bin sogar alle Ihre Freunde. Fantastische Verkleidungskomödie in Gloucestershire. Zwischen Kuhstellen und Kuhdung. Oh, Douglas. Du liest wohl deine eigenen Geschichten? Eine solche Räuberpistole habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich würde es einen klassischen Mord nennen, keine Räuberpistole, Tante. Beginnt dein Neffe dich zu nerven? Wird nicht mehr lange dauern. Er wird irgendetwas schreiben, irgendetwas Skandalöses, ob ich es ihm nun erlaube oder nicht. Deshalb schnüffelt er hier herum. Ich bitte dich, lass das mit dem Buch und lass mich und das Leben, das ich mir hier aufgebaut habe, in Frieden. Das erste Mal, dass du in freundlichem Ton mit mir gesprochen hast. Ich werd's lassen. Ist doch klar. Vorausgesetzt, du entschädigst mich. Ellen und ich wünschen nicht, dass Sie dieses Buch schreiben. Das ist ja alles gut und schön, aber der Mensch muss schließlich leben. Ich wüsste wirklich nicht, warum. Nun, die Fantasie hat ihre Regeln, wie alles, Neffe. Das Wunderbare an der Fantasie ist, dass sie frei schweifen kann. Aber das Dumme ist, man kann trotzdem nicht ausbrechen aus der Realität.